Typ hier sieht aus wie, ich weiß nicht, ob du dort kennst du diese ganzen diese Zelda Videos, wo nur mit ganz viele YouTube Poops gibt. Okay, diese meinst du von dem alten Cartoon oder was? Ja, diese protestlichen Animationen von Zelda irgendwie mit dem König und so. Der sieht ein bisschen so aus wie der König, ey. Oder? Ja, ich glaube, ich weiß sogar, was du meinst. Boy. Boy. This is what all true warriors strive for. Okay. Ah, also ich habe jetzt nichts mehr an meinem Bild geändert, also. Ja, ich auch nicht. Ich habe meine Ultimate nochmal zurückgeändert. Mal sehen, wie das läuft. Ich habe irgendwie wahrscheinlich aus Versehen irgendwie den perfekten Bild irgendwie gemacht. Am letzten Mal. Warum nicht, ne? Du hast jetzt nicht mehr, wenn du da jemanden rammst, deine Geister, die da mitrammen, ne? Ja, dann, ich nehme an, ich hatte einen Ring oder so irgendwie mal zu irgendeinem Zeitpunkt. Das ist ja, wenn du noch einen Fertigkeitspunkt vielleicht wieder freischalten oder so. Ja, ja, wahrscheinlich, ne? So. Gucken wir mal. Ich habe jetzt gar nicht gewusst, was du mit Dinosaurier-Rumpf gemeint hast. Extreme Dinosaurs. Ja. Oh, Extreme Dinosaurs. Die Serie war awesome. Da weiß ich gar nicht mehr. Ich habe die geschaut irgendwie, aber ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Figuren gehabt, das waren so Figuren, die du anmalen konntest. Kennst du diese Serie mit diesen Haien irgendwie? Extreme Sharks oder Street Sharks, aber die habe ich nie geguckt. Ja, dann habe ich, glaube ich, geguckt. Davon hatte ich ein paar Figuren, glaube ich. Oh, waren coole Serien damals, ne? Ja. Was ist unser nächster Schritt? Wir werden alt, Daniel. Ja. Leider können wir nicht einfach hineinspazieren. Elias hat Nachforschungen zu Schreinen von Mephisto. Boah, wie ist die eine Sommer? Beast Wars? Da habe ich jetzt vor kurzem herausgefunden, dass das eine Transformer-Serie war. Ja, okay. Aber habe ich auch von gehört. Ich gar nicht irgendwie so zusammengesetzt irgendwie. Aber ich war noch nie so Transformer-Fan, deswegen. Ich dachte einfach, waren irgendwie nur so Tiere, die sich in Roboter verwandeln konnten. Transformer ist ja normalerweise Autos oder so. Damit fangen wir an. Boah, ich denke hier die ganze Zeit, das sind so. Ich habe keine. So Altare von Lille für diese roten Dinger. Boah, wo ist nochmal was? So, da ist meine Ramme. Da ist mein Stampfer. Da ist mein Stich. Ultimate weiß ich. Ich habe keine. Okay. Sauerung, versteinern wir sie. Und wo war das? Und wo war das nochmal? Der von Extreme Dinosaurs. Ja, war das da? Ja, den Sauerung, versteinern wir sie. Na so. Ja. Stampf. Dille dich. Das ist der Harald der Mutter. Oh. Ja, Daniel, findest du die Machtrisse frustrierend? Ja. Also ich habe einen riesen Spaß, dir dabei zuzusehen, ganz ehrlich. Das ist für mich ein Highlight bei diesem Let's Play. Ich bin mal gespannt, wenn du die richtig schwierigen Dinger findest, was du dann machst. Ein paar habe ich noch gefunden. Ich habe ja schon so ein bisschen weiter aufgenommen. Ja, klar. Ein paar habe ich noch gefunden. Da lebe ich jetzt nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Und die anderen beiden, die ich da überspringen musste, die waren heftig. Baal, Herr der Zerstörung. Baal. Sein Einfluss hat jeden Krieg der Galaxie. Das war immer schlimmer mit denen. Stets sucht er den Großmeister. Sind einige von denen fast unmöglich. Sprecht seinen wahren Namen. Tor Balos. So, Baal, der Name sagt mir zum Beispiel was. Ja, Baal, ja. Was? Was hab ich denn jetzt? Oh. Was? Und so endet ihre Geschichte. Wieso bin ich jetzt schmerzhaft umgekippt? Was hat er mit mir gemacht? Zwei Schreine. Diablo und dann Mephisto. Oh, er hat den Namen des Spiels gesagt. Ja, Mephisto. Sag mal, was ist jetzt gerade hier passiert? Ich habe nicht aufgepasst. Warum sind wir jetzt gerade schmerzhaft zusammengebrochen? Weil nicht. Weil der Mephisto gesagt hat oder was? Unsere Charaktere. Ist das so wie bei,
Unsere Charaktere ist gerade erst bewusst geworden, was für eine Welt bei ihr leben. Ist das gerade so wie bei den Hyänen von König der Löwen? Wenn der eine Mufasa sagt, dann lacht der andere Mufasa. Das kribbelt. So. Ich weiß jetzt nicht, was hier gerade abgegangen ist. Ich war gerade woanders. So, irgendwann müssen wir ja auch noch machen. Einen Armreif finden. Ich habe nicht genug. Wow, den nebenbei machen. Nein, ich muss noch jemanden stechen. Ja, bist du da eigentlich immer, der die Leute in so eine Blutpfütze explodieren lässt? Ja. Okay, ich hab mich schon gewundert. Ey. Meinst du das hier? Ja. Das ist richtig geil, wenn mehrere Gegner da sind. Ey. Die tun dann alle in einem Blutpfütze. Das ist mein einziger Heilmove. Das Einzige, was mich am Leben hält und meine Tränke. Ja, ich glaube nicht, dass du so Heilmoves brauchst, so unbedingt, Daniel. Hältst sowieso mehr aus als ich, ey. Wenn sie die ganzen, ich überhaupt nicht. Die Bosse waren ganz schön knapp, die letzten, die wir bekämpft haben, ey. Ja, irgendwie schon. Hätte ich mich nicht immer jedes Mal nobel geopfert, wärst du auch gestorben. Ich habe den Armreif gefunden. Sammel den ein. Ja, ich komme, warte. Schade. Du hast den Soll rangezogen und ich habe den direkt gerammt. Ich dachte irgendwie, hier war das. Hier, ich habe das Ding ja kaputt gemacht, dann habe ich den bekommen. Was? Ja. Okay. Genau, du hast den Gegner gerade so rangezogen. Ich dachte, und ich habe den dann direkt gerammt, ey. Ich hätte gedacht, das hätte irgendwie mehr Kollisionsschaden oder so gemacht. So, irgendwie ist hier auch nochmal noch ein Armreif. Ich habe da unten noch ein Gebiet. Ich bin gespannt, wie das hier mit dem Bild aussehen wird. Wie das aussieht. Mit dem Bild hier so am Ende, so wenn man unsere Fertigkeit, nicht unsere Fertigkeit sehe. Also, ja, ja. Wie hast du nochmal Paragon hier erledigt haben? Ja. Bin noch nicht. Ob wir stärker werden, ob das Spiel schwieriger wird. Handschuhe, legendäre. Und die sind schlechter, kennst du? Ich bin noch nicht bereit. So, irgendwo hier ist auch noch ein Arm. Ja, ein bisschen unspektakulär mit dem Paragon. Mit dem was? Mit dem Paragon. Ja. Weil das tut ja nur unsere Basic-Werte erhöhen. Ja. Ich meine, da gibt es keine irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder so. Aber kannst dich halt auch fokussieren, ne? Auf was du haben willst. Riefen, die müssen wir erstmal freischalten. Weiß ich nicht. Also ich habe gehört, man braucht dafür die Albtraum, also die Dungeons auf Albtraum-Schwierigkeit. Haben wir nicht schon welche? Ja, aber wir können die ja nicht einsetzen. Oh Gott, wo war noch mal? Ach da. Da müssen wir nicht erstmal Dinge in der Mitte erreichen. Ja, ja, das auch. Also, was ich da gesehen habe, diese, weiß ich nicht, was ich für Glyphen da gesehen habe, die du durch Albtraum Dungeon kriegst, die bringen Vorteile und Nachteile. Die bringen dir Vorteile, aber auch gleichzeitig Nachteile. Zum Beispiel, du nimmst mehr Schaden, die Gegner machen mehr Schaden mit Blitzangriffen oder sowas. Mhm. No, hier. Yeah. Okay, ich komm. So, ich habe jetzt keinen blauen Bereich mehr. Ich auch nicht. Blutkugel! Ich habe jetzt mal wieder meine Geisterarmee als Ultimate. Sehr gut. Aber mal gucken. Ich weiß nicht, ob das besser ist oder schlechter. So, zurück zur Hauptquest. Boom. Ja, dann, ja. Zu dem Land da hinten. Ups.
Eine Stelle Truhe. Ich habe einen Schlüssel. Oh ja. Ah, wieso ist immer alles schlechter hier? Weil wir schon perfekte Sachen haben. Ich bin noch. Ja, das würde ich nicht das sagen, aber okay. Ah, was hab ich denn da bekommen? Alles schlechter. Cool. Ja, selbst wenn wir die Story durch haben, da können wir ja die Schwierigkeit erhöhen. Dann wird das nochmal eine neue Herausforderung. Naja. Herr des Schreckens. Herr des Schreckens. Jede Angst der Sterblichen, jeder Albtraum. Er ist der Keim all dessen. So war es schon immer. Sprecht sein. Diabolos. Al Diabolos. Ist das nicht Spanisch? Al Diabolos. Ja, das wäre. Mein Gott, was hab ich denn hier? Ich bin schon wieder umgekippt. Oh. Du auch, Daniel? Ja. Ah. Ich wette, wir kriegen ja alle möglichen Krankheiten, wenn wir diesen Scheiß aussprechen, ey. So, jetzt noch zu so einem Schreien. Ich verpasse dir dem dann nicht, wenn er diesen Scheiß ausspricht, ey. Dem Loras. Ne. Er kann das aussprechen, ohne dass das passiert, oder? Der Scheiße. Das ist bestimmt diese Weltversion von Bloody Mary irgendwie. Was? Ja, kann sein, nicht, wenn man Bloody Mary im Spiegel sagt dreimal. Er sagt mir überhaupt nichts, du. Ne. Ist das nicht ein Drink? Angeblich soll dann irgendwas passieren, ich weiß nur nicht was, aber ich nehme an, mit South Park, Biggie Smalls. Ja, ja, das ist eine Parodie davon gewesen. Wenn du das kommt, dann schießt dir ins Gesicht oder so. Ja, ja, das soll ja eine Parodie davon sein. Bloody Mary, das ist ein Drink, Daniel, ich weiß jetzt nicht hier. Ist das eine Person? Weiß ich nicht. Nimm mal an. Daniel macht irgendwelche satanistischen Rituale, ey. In seinem Badezimmer. Bloody Mary. Bloody Mary. Ja. Das ist schon wieder Loras. Warum hat er immer eine Leiche daneben sich gegen der Kerl? Ja, Zeit wieder ein Herzinfarkt zu bekommen. Der Herr des Hasses. Vater von Lilith. Seid vorsichtig. Ihr Blut ist bereits Teil von euch. Ja, ja. Toll. Ja, stimmt, wir haben ja was getrunken am Anfang. Mein Charakter sagt so, ich komme damit zurecht. In einem vorherigen Leben habe ich viel mit Geistern und Getränken zu tun gehabt. Sagt mir, was ich sage. Ich kenne mich damit aus. In einem anderen Leben war das aber. Ja, ja. Wenn ihr bereit seid, sprecht den Namen. In diesem Leben war ich grün. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall einen Herzinfarkt. Hm. Oh, empfang des Segen, den Segen des Hasses, ja, natürlich. Machen wir doch gerne. Dula Medulla Plangata. Der Strudel ist geöffnet. Sehr cool. Jetzt können wir nach Oblivion gehen, rein da. Ah, scheiße. Boah. Bist du Mephisto? Blutiger Wolf, geil. So sehen wir uns wieder. Im Hintergrund einfach nur jemand. Hab ich gehört. Aber das bedeutet nicht, dass wir einander nicht. Also der ist Mephisto, geil. Der sterbliche Elia. Will die Macht der großen Übel für seine eigenen Zwecke. Ich bin interessiert daran, wie das auf einmal von einem mittleren Übel zu einem großen Übel geworden ist. Seine Einmischungen haben Echos der Vergangenheit in meine Zuflucht des Hasses geführt. Aber ihr und ich, wir können alles wieder ins Lot. Sobald ihr diesem Reich Frieden gegeben habt,
werde ich euch meinen Segen geben können. Okay. Dann räumen wir mal deine Bude auf. Eck dir bitte nicht wieder die Schulter aus, dann. Ich hab einen Barbar irgendwo gehört. Das kann nur eingeben. Dash. Oh. Ich dachte, er ist anstatt Troll, ey. Ah, der ist schon tot. Okay. Die Mächte des Bösen nach. Da ist ein Boss. Ich muss warten. Hat der Champion der Barbaren, Daniel? Nicht mehr lange. Er hatte keine Chance. Ich musste sein Herz essen, um seinen Titel mir einzuverleihen. Boah. Ha. Ihr seid ganz schön Metal, ihr Barbaren. Häuptling der Barbaren. Alter, riesig. Und gleich kommt der Gott der Barbaren. Aua. Au. Lach mich die Auge. Oh Gott. Oh Gott. Okay, der in seiner Ramme hat wehgetan. Jetzt weißt du, wie das richtig geht dann. Gut gemacht. Hier ist schon wieder so ein Gekritzel am Boden. Ich will nicht schon wieder umkippen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein großes... Naja, er ist ein Barbar, ne? Ja. Ich hatte in den letzten Jahren in diesen Seelensteinchen gefangen, in die Hölle zurückgestoßen. Meine Essenz formt sich erst neu. Darum ist meine Macht... Das ist ein bekannter Name in der Dämonologie. Wir haben Mephisto, ja. Nicht wahr? Ihr habt weitaus Schlimmeres verdient. Ich finde das irgendwie interessant, dass dieser Dämon die meist vernünftigste Person ist, die wir bis jetzt getroffen haben. Ja. Doch lohnt ihr es mir mit Hass? Wieso konzentriert... Ja, wer weiß, sobald wir wieder einen Pakt mit dem eingehen oder irgendwie sowas, geht's schon wieder ab. Ihr habt meinen See. Vernichtet sie. Rettet eure Welt. Okay. Rock. Warum bin ich schon wieder voll geheilt? Was? Ja, weil wir jetzt einen Segen bekommen haben. Ich bin aber nicht geheilt. Ich frag mal, wer diese Barbaren waren. Ich will das wissen. Ja. Die Opfer meines Bruders Baal. Er legte lange vor eurer Zeit die Lande der Barbaren in Schutt und Asche. Ich wünschte, ich hätte es... Oh, geil. Ich hatte aber nichts damit zu tun. Elias hat das Gleichgewicht im Tempel der großen Übel gestört. Und diese Schatten der Vergangenheit gehören in Baals Reich, nicht meins. Aber ihr Hass ist mir willkommen. Ja, die Barbaren wurden von Baal zerstört. Mhm. Hörst du dir das auch an? Ja, ja. Da sind die Abwehr reingekommen. Sich breit gemacht. War ja klar, ne? Ja, wir Barbaren, wir sind... Boah, ein bisschen... Diese Welt, ey. Ja, überall ist alle... Warum liegen immer... Ja, könnte ich mal irgendwo ein paar Blumen sein? Ich gehe da runter. Das stimmt.
hat recht. Ich glaube, da oben steckt ein bisschen fest. Da war die ganze Zeit am Zittern. Lanze. Du hast eine Lanze. Ich muss ja. Voll unspektakulärer Name. So. Er hat irgendeinen geheimen Heilmove, den er gar nicht kennt. Ne? Seine Lebensenergie heilt sich immer von alleine. Wir müssen hier. Oh, ich glaube, wir müssen mal später irgendwann hin. Und da ist irgendwie nichts. Ich dachte, da war das ist eine Sackgasse, da wäre irgendwas Cooles gewesen. Dann hat sich gerade heimlich ein Altar von Lilith einverleibt, ohne mir das zu sagen. Richtig. Könnte aber ruhig mal einen wieder spendieren, ne? Wir hatten den letzten Tag schon so einige gefunden. Ja, ja. Ich meine, du. Knack. Knack. Nein, daneben. Du Idiot. Ja, Bonzendos. Dusch. Okay, viele Gegner. Alle tot. Oh, jetzt der. Oh, jetzt so ein Suppe-Grund. Ich dachte, das ist der Boss. Ich muss warten. Bei mir sind die normalen Gegner jetzt einfacher, aber die Bosse sind jetzt schwieriger. Ja, ich schon, ne? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Macht die Bosse natürlich ein bisschen spannender, ne? Ja. Ich habe genug Nervenkekse. So, Lorf. Ich habe den letzten Segen bekommen. Ich habe ja. Etwas beim Schwein. Nennen wir es Segen. Einen Wolf. Einen Wolf. Es ist bekannt, dass Mephisto eine derartige Gestalt annimmt. Ich begegne ihm nicht zum ersten Mal. Was? Und das habt ihr mir verheimlicht? Wir alle haben unsere Geheimnisse. Nicht wahr, Horadrim? Dafür ist jetzt keine Zeit. Elias könnte schon mitten in seinem Ritual sein. Macht euch den Kopf frei. Ritual, boah. Da kommen wir bestimmt rechtzeitig an, bevor irgendwas schief läuft. Ja. Wir sollen jetzt den Kopf frei machen, sollen wir mal immer inhalieren gehen oder? Müssen wir hin. Jetzt müssen wir dahin, wo ich gerade war. Ich war doch gerade da, da war nichts. Die Tür geht nicht auf. Das ist ein Dämonenherz. Dann ab nach Mordor. Wer von euch hat den Ring? Ja. Der CEO von Disney hat gesagt, die wollen in Zukunft weniger agenda-driven Filme machen, die weniger, weiß ich nicht, irgendwas verfolgen. Deswegen haben sich ja einige Leute aufgeregt, dass die direkt danach Bambi verkündet haben und wo schon angekündigt haben, dass da wieder so ein Mist wird. Ja, sagen wir mal, die wollen. Bambi ist nicht wirklich agenda-driven, das ist einfach nur beschissene Idee, diese ganzen scheiß Remakes. Oh, cool. Da geht es ja nicht wirklich um, weil er nicht Frauenrechte oder sowas. Ich verstehe sowieso nicht. So wie die das irgendwie formuliert haben, ist, die wollen die Story von Bambi updaten. Was irgendwie ziemlich respektlos ist, weil man dann irgendwie meinen könnte, irgendwie, die mögen die Geschichte nicht und die können die besser erzählen.
Ja, das ist nichts Neues, Daniel. Das haben viele, weiß ich nicht, Leute, die irgendwas kreiert haben. Wenn sie nochmal ihre alten Werke angucken, dann denken sie, oh, ich hätte das lieber. Ja, sind da nicht die exakt gleichen Leute, die damals den Film gemacht haben? Ich meine, dann waren wieder andere Leute. Ja. Und so im Sinne von dir, die haben ja auch gesagt, die wollen das für moderne Zuschauer hier machen. Vielleicht also kriegen wir jetzt endlich den Bambi mit Zigarre im Mund. Und ja, geil. So wie ich dich immer, wie ich dich immer gesehen habe, Daniel. Oder wir sehen, wie die Mutter von Bambi mit einem Maschinengewehr abgeballert wird. Ja, ja, jetzt haben wir natürlich andere Jäger, die laufen jetzt mit AK-47 um, ne? Ja, klar. Die werden einfach in eine Flammen. Die werden einfach mit einem Raketenwerfer abgeschossen. Die tritt einfach in so eine Tretmine. Oh Gott, was ist das? Aua! Jetzt zähl ich doch gleich mal meine Ultimate. Alter, was hat der denn alles für Symbole bei sich? Oh, der kommt von der Tiefe, komm! Ah. Was kennst du denn da? Ich bin von so einem weißen Ding am Boden getroffen. Ja, von denen da, pass auf. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ah. Und dann war ich, genau, da war ich betäubt. Ja, ist ja eingefroren, ey. Oh, stirb du Vieh. Oh, ein legendärer Kopfschuss. Lass mich mal raten, der ist schlechter als den ich gerade trage. Oh, der ist sogar besser. What? Boah. Ja, genauso wäre ich beinahe auch gerade gestorben. Gott, schön sagen, wie kannst du denn so viel Schaden nehmen? Ich bin doch gerade. Ich war gegen den Elite-Pisser am Kämpfen und du hast so viel Schaden. Etwa. Ja, geht jetzt schnell, ne? Aber bei dir passiert das normalerweise nicht. Das passiert immer mir, diese Scheiße. Er hat voll viele Symbole irgendwie, der Boss, ey. Voll überfordert, ey. Mich schon, ja. Ich muss mir merken, diesen weißen Dingern mal auszuweichen. Ich bleib da immer stehen. Ich vergesse immer, dass die einen einfrieren. Ich komme mit diesem neumodischen Kram nicht mehr klar, Dan. Ich bin zu alt. Hört ihr das? Nein, ich höre nur dich. Oh Gott. Oh Gott. Wer ist der? Malach? Ja, Malach. Malach. Malach, Malach. Ja, das ist nur eine Elite, okay. Autsch! Und der macht aber Schaden. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh Gott, der explodiert, oder? Ja, der ist explodiert. Oh, ich hab mich gerade geheilt. Ich wäre draufgegangen, wenn ich nicht weggegangen wäre, ey. Ja, irgendwie tue ich mich hier die ganze Zeit heilen. Ja, der Daniel hat mysteriöse Kräfte. Der kennt seine eigenen Fähigkeiten nicht, der Pisser. Und trotzdem hat der so einen Erfolg, ey. Mir ist, glaube ich, was beim Bossen aufgefallen. Die haben ja irgendwie, die haben ja immer so größere Lebensbalken. Und die haben da so verschiedene und die haben ja so verschiedene Segmente da, ne? Ja, manchmal ist da so eine blaue Leiste unter der Lebensenergie. Ja, und ich glaube, ich dann so machen die immer einen Special Move oder sowas, ne? Also was mir aufgefallen ist, jedes Mal, wenn wir einen von diesen Segmenten durchbrechen, dann tun die Tränke droppen. Ja, okay. Cool. Also ist das zeitbasierend und nicht zufällig. Ja. Je mehr AP wir den abgezogen haben, irgendwie so. Ja, ich habe schon die ganze Zeit gewundert, ob irgendwie random ist oder so. Da dann bei normalen Gegnern. Ich glaube, normale Gegner, wenn wir die besiegen, ne, nehme ich an, tun die hin und wieder mal weit droppen. Da müssen wir gleich mal achten, wenn wir einen Boss bekämpfen. Irgendwas, nicht irgendein Elite-Typen. Ja, ja. Ja, wie heißt der? Elias. Der kommt doch bestimmt als nächstes.
Oder was auch immer der ruft. Vielleicht verschmilzt er sich mit dem Vieh, das er gerufen hat oder sowas. Oder der Vieh reitet auf dem Elias. Ich weiß ja nicht, wie groß Elias ist. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich fand das gut, wie ich in Star Wars hier irgendwie so, weil ich so theorisiert habe, was die neuesten, was noch so ein Kampfstil sein könnte, und dann im nächsten Part habe ich dann einen bekommen. Ich habe auch gedacht, dass ich das als er über das Schwert von Kylo Ren geredet hat, habe ich mir gedacht, oh, der ist gut, der Daniel, der hat da rausgefunden. Ja, ich habe so mehrere Sachen gesagt. So Schwert, ja, und Schild. Du hast mir den Schild erwähnt. Ja. Und dann bin ich in der Anekdote über Darth Desilis reingerutscht. Ja. Das ist der einzige, den ich kenne, der ein Schild benutzt hat. Na, wusste ich nicht. Hätte sich ja bei Knights of the Old Republic angeboten. Ja. Da sind die auch noch mit Schwertern und was weiß ich nicht alles rumgelaufen. Aber ich habe nur den Blaster-Kampfstil benutzt, nachdem ich ihn freigeschaltet habe. Das ist mir zu langsam mit dem Parierstangen-Kampfstil. Das ist noch so eine extra Challenge, wenn du das auf Großmeister benutzt, weil der so langsam ist. Oh. Ich hab schon gesehen, wie du das selber merkst. Passt schon. So, ein bisschen Abwechslung immer wieder rein. Ja. Sonst tun die ganzen Zuschauer wegschalten. Genau. Oh, jetzt war auf mich zugesprungen. Aber das Lichtschwertwurf, der macht schon Schaden. Das sieht nur. Sieht nur so komisch aus. Genau, ja, das ist halt die Animation. Das ist halt so. Sieht aus, als irgendwie, als würde ich immer so eine Barriere oder irgendwie sowas treffen. Ja, aber das macht den Schaden, wenn du genau hinsiehst. Das habe ich auch in der Aufnahme da gesehen. Ich meine im Video. So. Oh, irgendwann macht vielleicht nur nicht so viel Schaden, wie du dir vielleicht erhoffst. Herausforderungsruf habe ich nicht, glaube ich. Donk. Ich habe ja gestern den Part gesehen, als du da bei dem einen Rätsel da ein bisschen festgesteckt hattest, feststecken warst. Welches Rätsel? Mit der Kugel da. Also das war ja nicht wirklich ein Rätsel. Du musstest die Kobo-Materie auf so einen Block da sprühen, damit der eine da abfackeln kann. Na. Dann hat alle möglichen Mist versucht. Du hast versucht, die Kugel darüber zu werfen. Achso, das, ja. Da ist immer noch irgendein Rätsel. Das, ich glaube, da ist ein ganz kleines bisschen verbuggt. Weil, aber kannst ja, ich weiß nicht, welchen Part das ist. Ja, ich habe da glaube ich auch irgendwie so gefragt, so ob du mir irgendwie, weiß nicht, sagen kannst, ob das verbuggt ist oder so in dem Part. Ja, kann ich gucken, wenn das dabei ist. Weil da muss ich auch irgendwie Feuer irgendwie auf so ein Ding machen. Und ich habe das schon überall dahin gemacht, aber wird mir immer nur angezeigt auf der Karte, dass da noch was weggemacht werden muss, obwohl ich da schon überall was drüber gesprüht habe. Ja, ich glaube, ich weiß sogar, was du meinst. Mal gucken. Da war genau in dem gleichen Raum. Okay. Ja. Ich muss warten. Ich bin schon ein bisschen weiter, so. Ja. So. Und zwei oder drei Parts bin ich schon weiter, so. Okay, Bock auf das Spiel gerade. Wie findest du denn die Story, also Daniel? Weiß nicht, viel Interessantes passiert bis jetzt noch nicht so, finde ich, ganz ehrlich. Die Story ist irgendwie das Schwächste, glaube ich, von dem Spiel. Na, die ist nicht schlecht, die Story, aber von Fallen Order die Story war noch besser. Die Story ist ja bis jetzt noch hier, ich soll die ganze Zeit hier so Informationen über dieses System da finden. Ja. Muss ich zu dem Planeten, dann muss ich zu dem Planeten. Also irgendwie weiß ich nicht.
Ja, wenn wir das Spiel vollständig haben willst, dann müsstest du mit all den Fuzzis da reden, in der Bar immer. Ah. Weiß ich nicht, wenn du mit denen redest, kriegst du sozusagen, weiß ich nicht, wie heißt denn das? Mehr Informationen über die. Also, die erzählen dir Sachen und der Fischer, der erzählt dir auch Sachen. Wir kommen zu spät. Siehst du den Typen da im Hintergrund? Was macht der da unten? Siehst du das? Ja, ja. Der dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Der ist richtig angsteinflößend. Die sind da ein Ritual. Dreht der sich in der Cutscene auch? Oh, schade. Was war das denn? Was macht der denn da? Meißelt der eine Statue? Ist eine Frau? Hübsche? Vielleicht sollten wir da reingehen und irgendwas machen, bevor die... Ist wahrscheinlich das Opferland. Ey, so eine Maske habe ich auch. So eine Schädelmaske habe ich auch. Sehr gut. Und ich glaube, wir sollten irgendwas dagegen tun, ne? Und ja, wir müssen erstmal gucken, was die machen. Ich habe euch vor diesem Weg gewarnt. Er ist wahrscheinlich das letzte Opfer oder so. Bitte, kommt mit mir. Oh. Ich bin nicht mal am Abspacken. Er hat doch schon in der ersten Sequenz war der am Abspacken. Da hat er sich auf einmal in Luft aufgelöst. Ja. Der ein Wieselkünstler ist der Fuzzi. Wir müssen ja, gegen ihn kämpfen. Aber fertig. Komm mal, Brawl. Autsch! Okay, der Rahmen von dem tut dann. Pass auf. Ah, ich bin die ganze Zeit abgedrückt. Ich muss warten. Kein Problem. Ja, natürlich. Ah, kommt wie gerufen. Kommt mich gerade heilen. Ah, oh, nein, 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 so. Da. Also, Tränke gedroppt. Jetzt mal, wenn wir einen mit so einem Pfeil erreichen, dann droppen die Tränke. Oh mein Gott, ich bin da mal ausgewichen. Feuerkampf gerufen. Ich hab die alle zusammengezogen. Autsch. Ich hab reingestampft. Ja. Ich bin immer mitten im Angriff, wenn er macht. Ich muss warten. Ja, jetzt droppt er gleich wieder Tränke. Haha. Aber da sind ein paar viele. Dann rufe ich auch ein bisschen Verstärkung. Kann ich auch hier.
Er kopiert voll mein Moveset. Ich habe nicht genug Mut. Oh. Alles zusammengezogen. Ich bin nicht bereit. Oh nein, mein Golem ist tot. Ah. Daniel, pass auf. Oh Gott, geht doch mal alle weg. Die springen alle auf mich rauf. Ich muss mal die kleinen Typen hier erledigen. Oh Gott, die ziehen mir hier alle Tränke ab. Oh, ein Trank. Ja, damit. Da. Jetzt du. Der Pisser. Ah, jetzt kommt noch mehr. Da sind sie wieder, Daniel, pass auf. Versuch sie mal zusammenzuziehen. Boah. Boah. Wir sind alle in der Blut. Blutexplosion gestorben, ey. Ja gut. Ich spiele hier gerade Taktik und Strategie, Daniel. Yay! Ja. Ja, aber so eine große Explosion, ey. Stirb, du dämliches Vieh, stirb! Ich hoffe auch meine Geister. Da, ernsthaft, jetzt ruft er noch welche. Ja, ein legendärer Zauberstab. Ja. Bei mir ist gerade jemand vom Himmel geflogen und direkt gestorben. Ah, leider alles schlechter. Oh, der ist sogar besser, Halleluja. Vergleichen. Aufstampfen. Ist das nicht einfach schon, ne? Warte, hier bis maximal 24%. Hast du einen Fertigkeitspunkt bekommen? Nee. Aber würde ich halt sagen. So ein legendäres Ding ergibt mir irgendwie das. Also okay. Wurde das die ganze Zeit hier aufgelevelt? Mich mal nachgucken bei mir. Wenn ich wüsste, welcher Angriff das nochmal ist. Nee. Hey. Doch. Weiß ich nicht, die Geister-Ultimate, die ich habe, hat den schönen Nebeneffekt, der kann meine Skelette wieder. Ich muss warten. Doch, der tut meine Dings hochleveln. Aber er ist immer noch auf Level 1. Wenn er dann nicht immer angezeigt hat, dass er hochgelevelt ist. Also ich habe nur einen Punkt da reingepackt und jetzt habe ich eine Ausrüstung, die hat noch verstärkt. Also müsste ich doch Level 2 sein, ne? Oder Rang 2. Bei mir steht aber nur 1. Cool. Der Kampf, der hat Spaß gemacht. Ja. Ja, mal Moveset. Das heißt, die jetzt mysteriöse Freunde. Die Videosequenz hat die sogar einen Namen gehabt. Oh, was ist geschehen? Es fühlt sich an, als ob Feuer über meine Haut kriecht. Ziemlich heiß. Und der Daniel ist ziemlich heiß auch. Ihr wurde der hat ein Waschbrettbau. Ein Ritual. Das erste Mal im Blut getränkt. Eine Stimme in meinem ich auch. Und dann ignoriere sie. Zwischen euch und ihr wurde ey, dann ist die ja wie unten, wie wir. Wer seid ihr? Taisa. Wer seid ihr? Lorath. Ich bin Lorath. Einer der Horadrim. Horadrim? Wie Elias. Wenn er das gesagt hat, hat er gelogen. Ich war gekommen, um ihn zu töten. Ich dachte, ich hätte es auch geschafft, doch als ich wegsah, war er verschwunden. Was kannst du eigentlich richtig machen? Wenn er ach, das war der gerade. Muss er in seine Zuflucht. Ja, das war der, den der da in den Hals gestochen hat. Ah.
hat einen Kreis. Ich dachte, da war nur so irgendwie eine Illusion oder so. Aber mehr weiß ich nicht. Ich meine, wir haben ja nichts getrunken, Daniel, also keine Illusion. Lorf, wo finden wir diesen Palast? Wir sollten nach Tazara gehen. Brol ist tot. Die Wüsten Kedjistans gut. Was? Vielleicht hat jemand von diesem Palast. Den haben wir gerade getötet. Ja. Da weiß er auch. Ich weiß zwar nicht, ob ich in diesem Zustand eine große Hilfe bin, aber ich verdanke euch. Brol ist tot oder was? Hatten wir gerade zur Auswahl so. Also. Aber ihr könnt uns gerne begleiten. Auch ihr verdient Vergeltung. Ja, Revenge. Das ist der einzigste Weg zur Erlösung. Persönlicher Questfortschritt gespei. Na gut. Okay. Eine Quest können wir hier unten abgeben in der Nähe. Den Armreifen. Da muss ich mal gucken. Wo weiß ich jetzt hin müssen. Was Story. Bin kurz davor, wieder einen Punkt zu bekommen. Ja, bei mir dauert noch ein bisschen. Daniel sofort, ohne was zu sagen, raff die zur Seite. Ich war mit tief angehört. Ich muss warten. Die Tackeln, die waren wieder nützlich in dem Kampf. Ich hab die ganzen Pisser da, die da runtergekommen sind, zusammen. Naja. Die sind alle in so einer riesigen Blutexplosion gestorben. Blutorgie! Blutorgie! Einfach nur so einen riesigen Spritzer vom Blut gesehen. War das irgendwie der erste Mensch? Oh Gott. Der zum Dämon geworden ist, oder was? Der erste menschliche Boss. Wollt nicht, kann sein. Wir kämpfen doch sonst immer gegen irgendwelche Monster. Der war einfach nur ein Kannibal. Der hat bestimmt schon mal gegen irgendeinen Menschen gekämpft, oder? Nehme ich jetzt das an. Weiß ich ja gerade nicht. Das ist ja gerade meine Frage. Ich habe es also nicht. So, wenn da jetzt nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin noch nicht. Oh, ja, sogar. Darf ich das nehmen? Hallo, eure Treffer sind kritische Treffer. Haha. Yes. Willenskraft, was ist das nochmal? Bei dir war, glaube ich, Schaden, ne? Ne, bei mir war Intelligenz meine Fertigkeitsschaden. Willenskraft ist erhöht die Ressourcenerzeugung und erhöht Überwältigungsschaden. Wo kann man dann noch mal nachgucken? Ja. Muss ja dein Charakter da öffnen und dann auf L oder was auch immer, welche Taste das bei dir ist. Der linke an deinem Notstick. Bei mir ist gerade voll die Feier am Laufen. Draußen. Okay. Weißt du das? Nö. Ich bin mir ziemlich sicher, mein Mikrofon hört gerade alles auf. Willenskraft ist Ressourcenerzeugung. Habe ich auch. Ja. Ich nehme, also bei mir nehme ich mal, ist das irgendwie, wie viel Wut ich erzeuge oder so. Ja, ja. Ne, das könnte, ja, Ressourcen könnte dafür stehen. Ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, wofür Ressourcen stehen. Da war so viel Blut. Oh, die ich mal zusammen. Oh, jetzt wieder so ein Rasselfreak, Daniel. Ja. Okay, er ist tot. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott. Ja, die sind ja gerade. Ich glaube, die sind gerade hier am Heiraten oder so. Oh, eine Ghetto-Hochzeit, geil. Ja. Oh, dann lass mal die Quest hier abgeben und dann einen Schnitt machen.
Ich glaube jetzt leider. Und mit dem Krach hier ist ein bisschen unschön. Unser Wohlergehen und doch kehre ich zu nichts als Asche und Verzweiflung zurück. Asche. Ich gehe jetzt zu ihnen und opfere meinen Körper den Teichen, wie es unsere Vorfahren taten. Ich hoffe, auch nur einen Bruchteil des Leids zu spüren, das ich verursacht habe, bevor ich sterbe. Mögen deine Armreife ebenfalls hierher zurückkehren, damit ich dich in den jenseitigen Ebenen wieder in die Arme schließen kann. Die Trione versprach eine Zukunft jenseits des Leids. Wieder dem Schwefelbecken, also müssen irgendwie heute. Muss er da platzieren? Die Trione beigetreten, um unsere Zukunft zu sichern, unser Wohlergehen. Und doch kehre ich zu nichts als Asche und Verzweiflung zurück. Paragon-Pong. Ich gehe zu ihnen und opfere meinen Körper den Teichen, wie es unsere Vorfahren taten. Sie sagt, glaube ich, schon wieder genau das Gleiche, weil ich sie nochmal angesprochen habe. Ja, ich habe die auch nochmal angesprochen. So. Ebenfalls hierher zurückkehren, damit ich dich in den jenseitigen Ebenen wieder in die Arme schließen kann. Voraussetzung nicht erfüllt. Nein. Aber ich kann da trotzdem nehmen.